Ich habe vielleicht ja genug Durchschlagskraft für die Superstructure. Das heißt, wenn es nicht gerade irgendwie eine weiche Nase ist oder so, aber nee, auf Stufe 10 nicht. Schieße ich halt immer schön auf die Aufbauten von Kreuzern. Also wie hier jetzt mal hier das hier. Das bei Schlachtschiffen, da ziele ich immer drauf. Da mache ich kontinuierlichen Schaden. Gut, wenn das Ding jetzt erschöpft ist, dann weniger. Aber ich mache kontinuierlichen Schaden und nebenbei lege ich noch viele Brände mit der Brandwahrscheinlichkeit. Von 11%, so oft wie ich schießen kann, weil ich ja viel und oft schieße auf offenem Wasser und nicht irgendwie eingeschränkt bin durch den Nebel, fahre mich halt Schiffe ab. Im dümmsten Fall zum Beispiel ganze Flotten nervig, wenn da zwei, drei Schlachtschiffe und ein Kreuzer irgendwo offen eine Flanke fahren, nerv ich die halt ab, bis die dann irgendwann so genervt sind, dass sie rüberzielen und schießen wollen. Und weil die Türme halt so langsam sind, vielleicht sogar das Schiff wenden und dann Breitseite zu meiner Flotte stehen, die im 90-Grad-Winkel zu mir agiert, weil ich auch auf offenem Wasser bin, mich leicht abgesetzt habe, so seitlich, dass sie dann dafür für die Breitseite bestraft werden. Dementsprechend können die schwierig auf mich reagieren und wenn, dann dauert das lange mit den langsam drehenden Türmen. Oder sie müssen das Schiff wenden. So kann ich das gegnerische Spiel stören, nebenbei vielen hohen Schaden machen. Oder wenn sie angreifen, in mal nicht schießen und in ihre Angriffsbewegung reintorben, wenn es mir möglich ist. Das ist eigentlich so ein Spiel von der Khabarovsk. Aber die Khabarovsk hat zum Beispiel auch ein Heal und fährt auch sehr schnell. Die kann das auf Reichweite perfekt durchziehen. Die Khabarovsk hat keinen Nachladebeschleuniger. Also nicht den Spaß hier. Und wenn ich mit 55 Knoten beim Start eines Spiels mit dem Turbo-Boost mir die Insel suche und anfahre und dahinter vorschieße, in der Hoffnung, dass da jetzt eine Gearing rauskommt. Und mit einem Nachladebeschleuniger da einfach volle Kanne Schaden reinpumpe. Und wenn er nicht versenkt ist, er fast tot ist, danach ist er sowieso noch die Hälfte wert, ist das ein geiler Hauptgewinn. Wenn das Schiff nicht platzt und sich im Nebel versteckt und ich komme nicht mehr ran, nebenbei beim Vorbeiziehen noch die Torpedos rausruhen, weil die am Anfang schneller geladen haben als die von der Gearing zum Beispiel. Das muss ich ja auch im Hinterkopf haben, wie schnell laden welche Torpedos von welchen Schiffen nach. Dann drehe ich weg, hau die Torpedos noch rein und er muss im dümmsten Fall aus dem Cap und aus seinem Nebel rausfahren, um nicht getoppt zu werden. Oder er geht das Risiko ein, von diesen echt schnellen Torpedos getroffen zu werden. Oder er muss nach vorne rausfahren, weil das Schiff noch nicht weit genug gedreht hat. Dementsprechend ist er wieder offen und hoffentlich kann ich und meine Flotte darauf zielen zusammen, dass er dann doch ausgeht. Dementsprechend kann das Schiff aggressiv fahren, indem man hinter Inseln vorspringt, zum Cap contesten und Feinde überraschen. Das kann man auch mit Schlachtschiffen und Kreuzern machen, um sie denn damit, weil man hat ja ein paar Torpedos rauszutorpen. Obacht gilt es zu haben. Es kann sein, dass bei Schlachtschiffen, die Full Life sind, dass die beiden, wenn sechs Torpedos treffen, das Schlachtschiff immer noch da ist. Und dann muss man wenden, um die andere Seite einzusetzen. Dass man da ein kleines Problem bekommen kann. Unter anderem. Ja, genau. Und von diesen ganzen Fähigkeiten, wie gut ist der Tarnwert von meinem Schiff? Wie schnell haben meine Torpedos nach? Wie weit laufen die? Wie bei der Daring, die laufen nicht so weit. Und die laden lange nach. Eine Z, die laufen auch nicht so weit, aber 500 Meter weiter, laden aber dafür schneller nach. Was für Spezialfähigkeiten habe ich? Habe ich Radar? Habe ich Nebel, um mich zu verstecken? Ich Nachladebooster, habe ich ein Hydro und viele kleine kurze Nebel, die ich mal wieder einsetzen kann, wie die Daring zum Cap Contesten oder die Gearing, eine gute Nachladezeit und ein Nebel, der lange hält, dass wenn mich wer unterstützt, ich einfach getarnt, meinetwegen auf den gegnerischen DD weiterschießen kann. Bei der Shima, wie viele Torpedos habe ich? Wie viel Schaden machen die? Wie weit laufen die? Wie gut ist mein Tarnwert? So diese ganzen Aufgaben kann man dazu nutzen. Also eine Shima kann auch eine Gearing, die meine Flotte flankieren will, auch im Spiel stören. Selbst wenn ich damit irgendwo hinfahre, wo ich keinen guten Torpedowinkel auf die irische Flotte habe, wenn ich merke, eine Gearing umfährt meine Flotte und ich weiß ungefähr, wo sie ist, ist es trotzdem dann umgedreht meine Aufgabe, den Gandidee im Spiel zu stören. Immer wieder ranzufahren, aber so vorsichtig,
dass er mich nicht aufmacht, also meinetwegen parallel zum Horizont, bis er in meine Reichweite reinfährt, dass ich ihn outspotte und dann drehe ich nach hinten raus. Dann dreht er auch irgendwann ab, weil er dann vielleicht doch irgendwann von meiner Flotte beschossen wird, weil er lange genug offen war. Und damit kann ich ihn im Spiel stören, weil meine Schiffe wissen, wo er ist, von wo die Torpedos kommen können. Er kann sich nicht weiter in die Seite von meinen Schiffen bewegen. Vielleicht kann ich deswegen schlechter torpen. Vielleicht kann ich ihn auch nicht abschießen. Was sag ich mal, das Beispiel Shima. Oder meine Z. Meine Z nicht. Meine Shima. Vielleicht kann ich ihn nicht abschießen, aber ich kann ihn stören. Ich halte ihn offen. Ich spotte vielleicht sogar sowas wie eine Sau nebenbei. Weil eine Sau ist extrem spät zu sehen. Die geht ab ungefähr 10 Kilometer auf oder 11. Die kann sich auch nicht in die Flanke bewegen, ungesehen im besten Fall. Da ist zum Beispiel ein Z spannenderes Schiff. Es ist eine Unterstützung für die. Der kann auch ohne Probleme auf offenem Wasser agieren. Das heißt aber auch, mit dem Tarnwert, mal kurz vergleichen, muss ich, um eine Gearing im Spiel zu stören, entweder mit Hydro die Torpedos aufmachen oder ein bisschen in seine Richtung fahren, dass wenn er uns begegnet, er und ich uns kurz sehen, ich wieder wegdrehe, den Nebel parat habe, weil ohne geht das nicht, um wieder heil rauszukommen. Da muss ich mir überlegen, wie ich ihn abfange oder wie ich sein Spiel störe, wenn das entscheidend ist für meine Flotte, dass die Flanke gesichert ist und die nicht getaubt werden. Oder ich kann, wenn ich Hydro und Nebel parat habe und kein Radargegner, kein Gegner mit Radar da ist, kann ich auch Caps angreifen. Am besten mit Unterstützung. Aber habe ich das alles nicht, ist schon wieder schwierig, weil ich dann von der Feuerkraft, wenn der andere nicht dumm dreist Breitseite zeigt und meine AP wirken kann, ganz oft durch Nachladezeit und dass ich das AP schießen muss, unterlegen. Kann auch HI schießen, aber dann mache ich noch weniger Schaden. Und so ist halt, ja, so sind halt. So kann man die Schiffe einordnen und so sind halt auch die Aufteilungen, was die Rolle man hat. Aber die wichtigste Rolle ist immer noch gegnerische Schiffe aufklären. Wo fahren Schlachtschiffe hin? Haben sie umgedreht? Fährt das eine nach rechts, das andere nach links, also nach Osten und nach Westen? Wollen die Kreuzfeuer aufbauen? Hat sich gerade ein Kreuzer wie eine Hindenburg rangearbeitet und ist hinter einer Insel verschwunden? Habe ich sie vorher noch aufgedeckt, damit meine Schiffe, die vielleicht auch auf die Insel zufahren, wissen, okay, die Hindenburg könnte mich im Nahkampf angreifen. Decke ich eine Sau auf, die auf die Flanke will und damit meine wissen, so okay, wenn ich eine Sau an der Seite habe und die gegnerische Flotte vor mir, dann fahre ich lieber zurück, damit ich nicht rausgefokust werde, sondern mir das Engagement aussuchen kann und wieder zugehen kann, weil die Sau ja ausspottet. Aufklären. Ziele bieten, ja, oder vielleicht sogar so nah dran sein, dass die gar nicht so gut sich verstecken können, wie sie das brauchen, weil Schlachtschiff, was gerade drei Feuer gelöscht hat oder vier und kein Heal mehr parat hat, das gerade beim Wegfahren ist und hofft, wieder zuzugehen. Wenn ich das Glück habe, nah genug dranbleiben zu können, ohne selbst ein zu hohes Risiko einzugehen, ihn offen zu halten, sodass er nochmal abgefackelt wird an ein, zwei Stellen, ist unheimlich viel wert. Also Aufklärung ist neben Caps. Und danach noch irgendwann an dritter Stelle Schaden zu machen mit die Hauptaufgabe. So, ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert und nicht alles, doch dürfte alles gewesen sein. War jetzt auch lang genug. Naja, und wie gesagt, Werte vergleichen, Schiffe selber einordnen und dann sich entscheiden, spiele ich zum Beispiel den Gearing auf Torpedos oder nicht, oder New Yuan. Nehme ich eine Kleber und springe der Inseln vor oder fahre mich wie ein Kabarovsk weiten mit Brandschaden auf Reichweite durch meine Geschwindigkeit Gegner ab. Schiff möglich, einfach die Schiffe angucken. Besten Fall auf YouTube Tutorials dazu eingeben oder Vorstellungen von Schiffen, die erklären dann auch vieles nochmal in Kontext. Und dann halt wissen, man muss spotten. Die Caps sind ganz oft wichtig, aber kann mein Schiff das? Kann es nur bedingt, muss ich vorsichtig sein oder fahre ich wie mit der Shima lieber auf die Flanke? Wenn ich nicht gerade wieder spotten muss, was immer noch die Hauptaufgabe ist.
oder den gegnerischen GD im Spiel stören, weil er sich gerade in der Flanke vor meiner Flotte postiert. Ja, auf die Karte gucken, Schiffsfähigkeiten abwägen. Genau, genug klug geschissen.